Ja, das war meine erste Zeit unter 2-1 hier in Road America im GTE. Saubere Sache, coole Sache. Ich glaube, ein, zwei Zehntelchen waren durchaus noch drin hier und da, aber insgesamt bin ich happy mit der Runde. Das Feld ist auch super dicht beisammen, ne? P7 mit 2 Zehnteln wäre ich Dritter. Ja, und mit 3 Zehnteln hätten wir schon Pole fast geholt. Puh. So, vielen Dank für die GLHFs im Chat. Hoffen wir, dass das heute passt. Ja, und wie immer fahren auch wahrscheinlich GT3-Autos mit tendenziell weniger Rating. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen beim Überrunden. Und Stints in die Länge ziehen bringt nichts. Da muss ich lieber so ein bisschen die Relatives für die Leute ganz vorne quasi, oder nee, ganz hinten mir mal aufmachen. Weil irgendwann muss man die GT3s überrunden und dann sehen wir wenigstens, wann sie an die Box gehen. Let's go. Und Bumble ist am Start. Moin, moin. Gleich zu Hause, schreibt er. Ja, hast noch 2 Minuten Zeit, mein Lieber. 2,5. Vor mir ein Porsche, die haben ja tendenziell eine etwas schwächere Topspeed. Ferrari und BMW sind auf den Geraden ein bisschen schneller. Dafür ist der Porsche in den Kurven tendenziell stärker. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ist auch schwerer zu fahren. Irgendwo muss er ja besser sein, ne? Catcher 16, car. Und ich muss natürlich auch darauf achten, was für Zeiten hier gefahren werden. Es sind 35 Grad gerade. Wir sind bei 37 gestartet, also sehr volatile Temperatur hier. Wenn die Strecke heißer wird, dann fahren wir wieder langsamere Zeiten. Und dann geht es eher auf 22 statt 23 Runden zu. Ja, mal gucken, ob wir 22 oder 23 fahren werden. Macht 3 Liter beim Tanken aus, macht 1 Sekunde beim Boxenstopp aus. Aber heute ist scheinbar ein ganz guter Tag, zumindest pace-technisch. Ich will noch nichts jinxen. Lol, du kannst dich am Delta eigentlich orientieren, wann der Führende ein bisschen Gas gibt, ne? Da kann man draufschauen, selbst wenn man den Fahrer nicht sieht auf der Strecke. Und dann weißt du, wann er losfährt. Daran habe ich noch nie gedacht. Teste ich aber auch mal nicht aus, weil wenn vor dir 2 Autos relativ, ich sag mal, für dich unvorteilhaft stehen und fahren, kommst du da eh nicht vorbei. Und vielen Dank, Sid! Subt rein, merci, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ja, auf das Glück bringt. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. Das mit dem Delta hat aber funktioniert. Auch wenn es jetzt gerade nicht perfekt geklappt hat, die alle haben halt gut reagiert. Ich habe auch nicht schlecht reagiert.
macht denn die Framerate hier gerade? Hopp, auf wieder auf über 60, mein Lieber. Oh, ein Fahrer ist gar nicht gestartet, oder wie? Der eine ist raus. Das heißt, wir haben zwar eine Position gut gemacht, aber auch wieder eine verloren. Passt schon. Heiliges Kanonenrohr. Also der Porsche hätte mein Rennen beenden können. Hatte zum Glück nicht. Moin auch Aikido. Dadurch haben wir jetzt aber einen Vorteil gehabt, weil alle hinter mir aufgepasst haben und die Lücke größer wurde. C. Smith von 3 auf 1. Krass. Ja, wie gesagt, der Porsche ist ein bisschen schwerer zu fahren. Da hätte ich der Ferrari jetzt ohne Windschatten. Okay, P5 schon mal. Mal schauen, ob ich jetzt noch ein paar Leute überholt kriege. Oder ob ich hier ein bisschen taktischer fahren muss. Noch muss ich pushen, um in den Windschatten zu kommen. Danach können wir schauen, was passiert. Der erste GT3 schon mal an der Box gewesen. Hochrechnung mit 9 Punkten. 4 Positionen nochmal verbessern. 92 Rating holen. Gab für eine Position auch schon 10 Punkte gerade, aber... Das ist ja nur eine Hochrechnung. Da vorne wird gefightet. Schön. Für mich das Signal direkt schon mal ein bisschen Sprit zu sparen, weil ich eh dran kommen werde.
Ja, sieht echt so ein bisschen aus, als hätte das Auto keine Motorhaube. Liegt aber nur am Field of View. Und an der Sitzposition. Oh, gab einen Führungswechsel. Okay, an dem Gelben kann ich auch bald vorbei. Da muss ich wieder ein bisschen pushen. Ah, er hat einen guten Exit. Schade. Sonst hätte ich es hier direkt versuchen können. Aber jetzt muss ich ein bisschen wieder sparen. Führen ist sehr schnell gerade. Kommt hier von allen weg. Und moin Martin. Bei 1-2 fährt er, ohne Windschatten. Ah, spät eingelenkt. Das habe ich mit einer Windschattenrunde gut hinbekommen, aber auch mit Lift and Coast halt. Komplett ohne wäre ich vielleicht auch ohne Windschatten auf der Pace. Mal schauen. Kirill hat ein bisschen Zeit liegen lassen, ich ein bisschen mehr noch. Kirill ist jetzt angreifbar. Zumindest wenn es so bleibt, dann ist der Abstand klein genug für eine Attacke.
Sekunde als Joker in der Hinterhand. 3 Liter weniger tanken, easy. Ich glaube, die meisten werden nicht auf dem Schirm haben, dass wir eine Runde weniger fahren als angegeben. Woher weiß ich, dass nur 22 gefahren werden? Das erkläre ich gleich. Laut Kalkulation fahren wir 22,2 Runden, wenn wir die Zeit so ausfahren. Die Kalkulation berechnet aber noch nicht die Boxenstops mit ein. Da verliert man in der Regel ungefähr 0,25 bis 0,3 Runden. Damit wären wir bei 21, noch was. Und damit fahren wir eine Runde weniger als angezeigt. Plus Überrundung, kostet auch nochmal Zeit. Heißt, die Anzeige wird nach den Boxenstops ein bisschen umspringen. Shooter Race, vielen, vielen Dank. Haut 100 Bits raus. Nachricht too long, reserviert für Startziel. Ah, ja, okay, gut. Gerne, gerne. Die Frage kam also von dir mit dem Sprit. Und mit der Rundenzahl. Thank you.
schreibt er nämlich, jetzt checke ich es endlich, wieso ich immer zu viel Sprit habe, wenn ich nach dieser Anzeige gehe. Danke. Gerne, gerne. Ja, also 0,4 ist zu wenig, glaube ich, dass die Anzeige umspringt. 0,3 ist ein kritischer Wert. 0,2 dürfte eigentlich immer umspringen. Zumindest hier in Road America jetzt. Kommt natürlich auf die Rennserie auch an und auf die Klasse. Bei niedrigeren Klassen ist es ein bisschen schwieriger, weil da musst du, glaube ich, auf die DPs hoffen. Oder wenn du halt GT3 fährst, musst du auf die GTEs irgendwie hoffen, dass sie eine Runde weniger fahren. Da kannst du dich nicht ganz so drauf verlassen. Diese lange Rechtskurve, die ist super unsafe, wenn es mal ein bisschen heißer wird. Höchst unangenehm, die Kurve. Oh, aber die schnelle Rechts haben wir gut bekommen. Eine Zehntel nah rangekommen wieder. Heißer noch. Ja. Ja, alles entspannter, wenn die Reifen in iRacing nicht wie Gummibärchen wären. Okay, es war gut, dass ich den Kirill überholt habe. Einer in die Box von den GT3. Der Führende ist ein bisschen schneller als alle anderen, also an den ranzukommen wird echt schwierig. Muss ich hoffen, dass er irgendwie beim Boxenstopp irgendwas falsch macht. Oder Glück beim Überrunden. Die zwei dahinter traue ich mir zu. Weil der Diego ist schnell. You've got about 5 laps of fuel. Thank you.
irgendwann pittig. Mal gucken. Ich gucke auch gerade auf den ersten GT3-Wagen. 9 Sekunden. Der verliert pro Runde unfassbar viel Zeit. Jetzt ist ein anderer natürlich erstmal in die Box gegangen. Das ist auch ein bisschen blöd für die Planung. Vielleicht fahre ich auch mal den Stint komplett aus. Mal schauen. Er lässt aber alle sehr nett vorbei. Left side. Clear. Und ich musste ganz von meiner Ideallinie abweichen. Ach du Schreck. Und Rockel, vielen, vielen Dank. Haut 5,41 € raus. Übernimmt die Gebühren. Wollt nur mal Hallo sagen. Merci, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. .226. Die Zeiten werden langsamer. Aber bei allen, ne? Ja, 7,8 bis Adam Oliveri. Ich glaube, wenn JJ an die Box fährt, kann ich auch mal überlegen, Stopp zu machen. Hat mich zwar ein bisschen irritiert, aber hat mich optimal vorbeigelassen. Geht an die Box. Ich wollte halt nicht direkt auffahren, weil wenn er sich dreht, wissen wir ja, was passiert. Das haben wir ein, zwei Mal in Road America schon gesehen. Two laps of fuel. Jo, danke.
So, der Leader ist an der Box, 22,1 Runden direkt nur. You're now in third. Wenn er jetzt ein bisschen Verkehr hat, haben wir Glück. Ah, Mann. Martin, ich habe Crew Chief eh nur ein, zwei Rennen oder so benutzt und dann war er schon weg bei mir. Oh, jetzt kostet der AMG GT3. Alter, der kostet den Dudes so viel Zeit, das ist unfassbar. Und jetzt auch mich. Wo ist mein... Na, die Popmann, da. Let's go. Boy, 21 Liter passt perfekt. Okay, go. Right side. Clear on the right. Hey, Diego führt noch, 2 Sekunden näher gekommen durch die Stops. ...22.02 Runden, oh Gott. Aber da war noch Paul C. Smith in Führung, sehr schön. Zu hart auf die Bremse gegangen. Thomas wäre als Zweiter gestartet, ist aber nicht ins Grid gegangen, glaube ich. Verliert jetzt. Ist jetzt an Paul Smith dran gewesen. So, jetzt haben wir 21,8 Runden. Perfekt. Back in third. Keep hustling.
Diego hat Zeit verloren beim Überrunden eines GT3s. Er verliert immer noch Zeit. Ja, also, ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, hey, die GT3s regen sich auch immer über die GTEs auf. Aber ich sag mal, wenn ich einsam irgendwo entlang fahre als GT3-Auto, lasse ich doch wohl die GTEs bitte durch. Wäre was anderes, wenn er halt direkt im Zweikampf mit anderen wäre hier. Ist er nicht. Insgesamt dennoch eine Sekunde näher an Diego gekommen. Puh. Meine, der nächste GT3 ist jetzt 6 Sekunden weg von ihm. JJ, bitte let Dave pass for position. Left side. Clear on the left. Mann, fahr doch bitte wenigstens nicht mittig, Mann. Rechts oder links, aber mach klar, wo du fährst. Boy. Das ist jetzt sehr viel Pech beim Überrunden. Car on your left. Keep to the right. Clear on the left. Das ist 3 Sekunden. Eieiei. Wow, Diego war da sehr weit außen gerade. Ja, davor hatte ich Glück, hier habe ich diesmal Pech gehabt mit dem Überrunden.
Vielen Dank, John. Cooler Typ. Okay, 13. aufgeholt zu Paul. Ah. Ich glaube, auf der Bremse hole ich jetzt im GTE mittlerweile ein bisschen mehr raus. Hier jetzt nicht unbedingt, aber das ist eh eine komische Kurve. Alter. Weniger als 2 Sekunden, auf geht's. 2 Runden habe ich noch. Sechs. Come on. Die erste Kurve ist nicht mehr so sanft. Reicht der Sprit? Absolut. Links sieht man an der Anzeige in der 4. Spalte Fuel at End 0,72. Selbst mit dem Verbrauch vom Qualifying hätte ich 0,62 übrig. 0,25 ungefähr sollte man übrig haben. Das heißt, es ist fast schon egal, wie ich pushe. Der Sprit wird reichen. Oh boy, 39 Grad. Macht sich direkt bemerkbar. Und die Reifen sind jetzt mittlerweile auch abgelutscht. Alter, okay. Puh. Ich finde, gerade in der Kurve merkst du das sofort, wenn die Temperatur ein bisschen anzieht. Der Audi. Car on your left. Clear. Ja, der wollte nur sehr großzügig Platz machen. Mir war es leider zuwider. Mir hat es leider kein Glück gebracht. Trotzdem sehr nett, dass der da so Platz macht. Und danke, ich mag Döner, für den Host. Ja, da kann er aber nichts für. Also hat halt sehr großzügig Platz machen wollen. Und der ist zurückgefallen. Was ist denn passiert?
Hey, nee, das ist der Zweitplatzierte gewesen aus der... Hä, das war John? Okay. Naja, aber keine Absicht von ihm. Wollte halt viel Platz machen. Dem einen hat er auch Platz gemacht. Dem anderen startet er leider ein bisschen im Weg. Passiert. Und Justin Holz. Der war gerade noch hier Top 3. Oder Top 5. Was ist los? Bis zuletzt die Leute hier an der Spitze gejagt. Coole Sache. Ja, schade. 6-7 Zehntel etwa verloren durch die Aktion in der letzten Runde. Hätte dann nochmal ein bisschen den GTE vor mir Zeit gekostet. Wenn er uns beide in Anführungszeichen gleichermaßen fair vorbeigelassen hätte, dann wären wir vielleicht sogar nochmal in den Windschatten gekommen, aber cooles Rennen. Und den GT3 in der letzten Runde nochmal überholt. Ja. GG, schönes Ding. P3 nehme ich mit. Einige sehr schöne Aktionen gewesen. Keine Berührung. 3 Incidents lediglich. Cool, cool. Hat Spaß gemacht. Danke, danke, Jeff. Ehre. Huiuiui, nur zwischendurch habe ich ein bisschen Pace verloren. Am Anfang war ich unfassbar schnell. Eieiei. Alter Falter. So, gucken wir mal kurz, was hier alles passiert ist. Also, Start. Gehen wir direkt los. Okay, Beisurfer. Definitiv. Ja, aber danke für die ganzen GGs, Leute. Viele, viele Dank. Hui. Ja, wenn der Chat anstrengender ist als das Rennen, das muss ich mir auch mal gleich anschauen, was da los war eigentlich. Also, Rennstart, erstmal nichts passiert für uns. Alles entspannt bei uns. Ja, bis auf hier. Ja, das ist natürlich einerseits sehr spät, beim zweiten Schild gebremst und ganz innen erst recht zu spät. Aber er hat da auch nicht eingelenkt, das ist sehr cool gewesen, weil sonst hätte er mich vielleicht hier erwischt. Sondern er hat gemerkt, hey, ich verpasse die Kurve, ehe ich jetzt jemandem das Rennen kaputt mache, lasse ich lieber sein. Coole Sache, sehr cooler Typ. So, und dann, ja, waren wir schnell, ne? Also, hat man schnell gemerkt, dass wir schnell sind. Ja, und der Porsche war schnell weg vom Fenster, also. Huch, was macht der denn da? Lenkt der gar nicht ein, oder? Sieht seltsam aus. Keine Ahnung, was da los war. Jo, und beim Ferrari war ich dran, ne? Also, und direkt auch gesehen, okay, er bremst beim dritten Schild. Der ist sich sehr sicher, dass ich womöglich nicht attackieren werde. Und bei mir kurz vorm zweiten Schild. Ja, das sind so die, ich würde sagen, circa 20, 15 Meter, die dem Porsche gefehlt haben. Oh, Alter, wie ich auch ans Limit gehe, dieser Bremse. Heiliges Kanonenrohr, war das gut gebremst. Also das muss ich auch mal sagen gerade. Das war stark. Das war sehr stark. Uiuiuiui. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, war sehr schön. Dann bin ich eine sehr lange Zeit lang, glaube ich, am M8 hier dran geblieben. Und ich glaube, der ist sogar durch einen eigenen Fehler dann zurückgefallen, oder? Ja, hier habe ich überlegt, okay.
Welche Bahn macht er frei? Ich hätte einfach nach innen gehen sollen, ganz ehrlich. Dann hätte ich ihn hier schon gehabt, aber so habe ich es außen erstmal gemacht und hat nicht geklappt. Und jetzt? Krasser Überschuss. Hier zum Beispiel bremse ich ein bisschen zaghafter an. Ja, aber auch super sauber. Blitzsauberes Manöver. Und das waren die zwei großen Überholmanöver zumindest. War auch cool. Ja, und ansonsten gab es noch ein bisschen was bei Überrundung und... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, ihr Lieben. Taktik. Ich sag's immer wieder gerne. Taktik ist key, ey. Haben wir da eine Kollision gehabt? Das war auf jeden Fall knapp. Jo, danke Bumble. Bumble hat heute leider einiges zu tun. Das war hier. Ja, sorry, meine Unkonzentriertheit. Sind gerade ein paar unangenehme Kommentare im Chat. Sehr unangemessen, aber ja, dafür gibt's ja den Sperrbutton. Was ist denn heute los? Haben sie heute die Affengehege geöffnet oder was? Ja, hier, ey, der Audi kam zurück auf die Strecke, das war auch... Was hat denn der davor gemacht? Ah! Ja, kam hier zurück auf die Strecke. Gut, war auch safe wieder auf die Strecke gefahren, aber das ist natürlich... Ich sag mal, das ist natürlich Situationspech, wenn man es so nennen möchte. Da kannst du halt nicht viel gegen machen, ne? Das ist halt genau wie bei dem Überrunden hier. Genau, da hat er ihn sehr gut vorbeigelassen. Steht mir dann halt aber im Weg. So, das steht mir dann halt im Weg und es ist halt ein bisschen unglücklich manchmal. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit dem Rennverlauf. War doch cool und ja. Ich sag mal hier, das hat in Runde 21 dann rund eine Sekunde gekostet, circa, würde ich schätzen. Ja, fast 7, 8, 9 Zehntel so etwa. Ist aber cool. Alles super. So, das saven wir. Und gucken mal, wie es ausschaut. Ja, bisschen Rating verloren, weil Formel 3 gefahren. Cleverer Dave. Aber 75 Rating dazu bekommen. Sehr schön. Beim Safety Rating geht es auch ein bisschen bergauf. 0,22 dazu. Nice. Kann man mal machen. Average Lap Time schaut auch ganz gut aus. Jo. Für alle Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Gerne auch live dabei sein. Und wenn es heute ein bisschen unentspannter im Chat war, ein sehr, 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 sehr großer, überwiegender und überwältigend überwiegender Mehrteil ist sehr, sehr cool drauf. Kann man auch schön quatschen. Und ansonsten beim nächsten Mal gerne einschalten bei iRacing. Haut rein.